Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 3 mit unserem geschätzten Bellacor. Wir müssen so reden, sonst wird er sauer. Ja, wir haben beim letzten Mal Suffbar genommen und noch ein paar andere Dinge und jetzt wird es so langsam aber sicher Zeit, dass ich dem einen oder anderen Imperialen hier zeige, was ich von ihm halte. Ich habe nur 5, hier habe ich 70%, okay, witzig, dann gehen wir mal dahin. Ich möchte nämlich jetzt hier Ihnen ein wenig auflauern. Sie haben keine besonders guten Einheiten, wenn ich das mal so sagen darf. Die Frage ist jetzt halt, was macht Karl Franz in dieser Ausgangslage? So, die haben jetzt auch endlich den letzten noch gelevelt. Ja, keine Chaos-Barbaren mehr in dieser Truppe. Das ist jetzt auf jeden Fall eine potente welche. Guck mal, was hier wohnt. Ich glaube, dass ich diese Aufrührerarmee sein lasse. Und in der nächsten Runde versuchen werde, diese Stadt hier zu plätten, weil die hat fast gar keine Verteidigung. Die haben sich null darum gekümmert. Ehrengrad. Wir machen uns selber zum Ehrenbürger von Ehrengrad. Sag mal, wie sauer ist denn der auf mich? Ich glaube, der ist deswegen sauer, weil ich diese ganzen sterblichen Vasallen habe. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, das ist so, das ist der Fall. Demnächst fangen an, die Hochelfen mit mir ein Bündnis machen zu wollen. Das wäre der Abschuss, ich sag's euch. Oh, Mama Mia. So, da bin ich wieder. Sorry, ich musste gerade mal kurz cutten. Einfach, weil ich gucken wollte, während der Aufnahme, ist sind eigentlich die Aufnahmen soundtechnisch in Ordnung. Das ist in letzter Zeit ja nicht immer automatisch der Fall. Oh, guck mal, er ahnt, dass ich was vorhabe. Er ahnt es. Ja, dann beruhig dich mal, mein Guter, ne? Dann mache ich das jetzt halt nicht sofort. Dann ziehe ich halt hier unten durch die Lande und terrorisiere andere Dinge. So, der Zwerg kommt hier schon wieder an. Es ist vor allem dieser Zwerg, ich sag's euch. Dieser eine. Der will aber nicht so richtig mit uns kämpfen, aber er wird gegen uns kämpfen, egal was er tut. Der rennt jetzt halt einfach mal 5000 Kilometer weg. Aber guck mal, ich kann hier einfach über das Wasser gegen ihn kämpfen. Und das Spiel sagt uns einen entscheidenden Sieg voraus. Aber ganz im Ernst, ich möchte diese Schlacht gesehen haben. Ich möchte gesehen haben, wie dieser Zwerg nun einfach dahingerafft wird. Er ist hoch spezialisiert auf alles, was groß ist. Wir haben nicht sehr viel, was groß ist. So. Ey, es gibt hier immer noch keine Energie. Und es gibt hier auch irgendwie so ein... Pff, okay. Wir werden hier über diese Flanke vorstürmen. Ich habe mal eine lustige Idee. Wir machen das folgendermaßen. Wir werden jetzt hier wirklich mal die Armee so ein klein wenig aufteilen und gucken. Was ist das hier? Flammenkanone. Ah, nee, das finde ich nicht so gut. Wir werden unsere Armee so ein bisschen aufteilen und gucken, wie sie sich so verhalten. Ich werde euch so noch hinschicken. Jede Seite bekommt so eine Schnecke. Und die Kavallerie packen wir noch hier hin. Das ist jetzt hier For Science, Freunde. For Science. Ihr geht da rein, ihr fliegt schon mal dahin. Ich muss die Flammenkanone irgendwie ausschalten, ne? Da sind wir uns hoffentlich einig, dass die weg muss. Und lass mal die Dinger abstürzen. Heidi Liho.
Ja, bei den Riesenslayern muss ich aufpassen, da schicke ich die nicht sofort rein. Das muss nicht sein, da gehen wir nicht rein. Schön, dass du da deinen Feuerball auf mich verschwendest. Ah, da haben wir die Eisendrachen schon mal gebunden. Hier geht es hier außen rum. Oh, stimmt, ich kann noch eine Einheit Chaosfurien beschwören. Wie nett! Ja, das Schneckchen hier, das hat gerade eben ganz schön noch aufs Maul bekommen. Und die Kavallerie bekommt halt dort, wo die Slayer sind, sofort aufs Maul. Da kommt diese menschliche Verstärkung, ey. Pure Schwäche. Ah, die fallen gerade schon runter, okay. Hm, guck mal, wer da kämpft. Gucken wir mal, wie lange der noch kämpft. Ja, die brauchen schon eine Weile, ihn wieder zu fighten. Nee, du sollst da nicht wieder rein. Aber die Slayer haben halt gegen die Auserkorenen absolut überhaupt keine Chance. Nee, nicht die geringste. Die metzeln sich einfach komplett durch die durch. Ich versuche ihn jetzt irgendwie noch zu bezwingen mit allem, was ich jetzt hier aufbieten kann. Weil der ist halt unerschütterlich, ne? Aber wie wir sehen, nicht unsterblich. Ey, die greifen schon wieder von alleine an. Die haben da so eine Tendenz. Jetzt wurde gepiesackt von allen Seiten. Und 79. Vorbei. Ach, wie schön. Jetzt haben wir auch noch Ungrim Eisenfaust besiegt. Ich muss mal echt mal gucken, dass ich dieses komische Teil da loswerde. Wir nehmen die Verlustverstärkung, weil alles andere taugt es jetzt hier gerade eben nicht so wirklich. Und der Witz ist, jetzt wo wir hier... Ich hätte am liebsten jetzt hier Karaka drin angegriffen, aber es ist immer halt auf der anderen Seite.
kann vielleicht noch nach Karak-Rasiak noch gehen an der Stelle. Noch mehr Nahkampfangriff, Zauberresistenz und Geschossresistenz. Harbinger. Er nimmt alles ganz gerne mit, ich sag's euch. So. Dann gehen wir, glaube ich, schon wieder die nächste Runde, oder? Wir müssen halt Karakadrin aus einem einzigen Grund ausschalten. Es ist zu nah. Was hat der denn? Ja, guck mal, es ist wirklich so. Abkommen mit den anderen Fraktionen. Es ist halt wirklich so, die finden das scheiße. Die Action fängt jetzt dadurch überhaupt erst an, dass ich jetzt hier sie vasalisiert habe. Das stört ihn. Es ist pure Neid. Veslanisch. Natürlich ist es pure Neid. Es kann nichts anderes sein. Ach, wie süß. Ich will gleich nochmal gucken, weil wir haben jetzt gleich nämlich die dritte Kornfähigkeit uns hier geholt. Was uns noch fehlt. Was wir noch bekommen können für unsere Auserkorenen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Jetzt macht er endlich mobil, ich weiß es nicht. Also, wir haben das jetzt. Also, jetzt kann ich endlich den Schädel für den Schädelthron machen. Jetzt verliere ich halt Slanisch Autorität, aber das fände ich jetzt halt einfach nur passend. Ihr seht, ich kann dann jetzt hier auch bei Korn die elitärsten Außerkorenen dadurch machen. Außerdem gibt es dann noch die passive Fähigkeit Höllenklinge für diese Einheiten. Hier unten gäbe es dann später noch Regeneration. Das holen wir dann uns wahrscheinlich als nächstes. Das mit dem Seelenjäger, das ist schon cool. Will ich auch. Stimmritual. Das ist nicht ganz so eindrucksvoll. Das ist nicht ganz so eindrucksvoll. Aber den Schädel für den Schädeldrohnen ist hier nochmal die Höllenklinge zu holen. Ne? Nochmal 20% mehr Waffenschaden, sobald man mehr als 80 Feinde getötet hat. Gut, das wird nicht sofort passieren, aber das hat auch was. Karakasiak. Der ist übrigens schon wieder instant da. Ja, wir werden Karakasiak jetzt hier gleich schleifen. Währenddessen hier schon wieder einer durch die Gegend läuft und Ärger macht. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier gerade eben so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Überleben. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn er jetzt hier noch mit runterkommt. Ist vielleicht ganz gut so, dann kann einer auf Essen aufpassen. Aufs Essen aufpassen. Wir haben 150.000, 20.000 Seelen. Ich denke, ich baue wieder eine neue Armee auf. Ich meine, es könnte ja jederzeit sein, dass was Dummes passiert, ne? Hey, das Geld hat sich um 100 reduziert. Warum? Ich verstehe es nicht. Dunkle Wut, brennender Körper, geschuppte Haut. Das Auge öffnet sich. Ich nehme jetzt einen, der Charaktererfahrung mehr bekommt. Das wäre sehr, sehr schön. Der hat ja schließlich immerhin die Chance, ein Dämon zu werden. Darf man nicht vergessen, für 10.000 Seelen, sobald er Level 30 hat. Das Problem ist die Sache mit dem Level 30 und ich habe halt Bellacor nicht geskillt, ne? Das war eine aktive Entscheidung. Und jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir nochmal ein bisschen Einkommen herbekommen. Beziehungsweise ein bisschen ins Minus gehen können wir ohne Probleme. Aber ich will halt nicht 5.000 im Minus sein. Ne? Die Kohle, die rauscht dann so schnell davon. Das wäre nicht schön. Aber ich möchte halt auch meine Heimatinsel so ein bisschen verteidigt haben. Und ich finde es witzig, dass noch keiner die Zeit hatte, bei mir vorbeizuschauen. Das kennen wir eigentlich anders vom Spiel. Es ist schon krass, was die Ada alles so rausbalanced am laufenden Bande.
Ich mache mir immer noch Sorgen um Karl Franz. Der ist so unser Sorgenkind, ne? Ist das jüngste Kind des Chaos. Krieg erzwungen? Eine Zinsch-Fraktion hat den Krieg erzwungen. Der Anti-Player-Bias ist real, ey. Ich sag's euch. Ich hab halt keinen Stress mit irgendeiner Zinsch-Fraktion, ne? Keinen. Spiel so, komm, macht mal Krieg. Da Dingens hier reißen rein. Und jetzt möchte ich mal gucken, was ich jetzt hier rausschmeißen kann. Also diese blöde Knochenstandarte bringt sie nicht. Gefangene neue Nacht der Schlacht. Jawohl, das wär's doch mal. Wie sieht's mit Items aus? Blasphemisches Amulett. Physische Resistenz. Nee, Heldentöter. Auch nicht. Ich verbinde mal ein paar arkane Artefakte miteinander hier. Helm der vielen Augen. Nee, der bringt's auch nicht so wirklich. Schädel von Katam. Nochmal so ein Helm der vielen Augen. Oh, der Schurkenhelm. Der ist Upgrade von ihm hier. Da mal rein damit. Jetzt hoffe ich mal, bis ich immer noch mal ein besseres verzaubertes Objekt irgendwann mal rauskitzeln kann. Talisman des Schutzes. Drachenfluchstein. Rüstung des Glücks schon wieder herbekommen. Jetzt habe ich schon zwei Rüstungen des Glücks. Auf der anderen Seite sind die nicht so schlecht. Die kann ich ja auch mal den anderen hier so ein bisschen angedeihen lassen. Glücksbringendes Schild. Verzaubertes Objekt. Ja, und da verließen mich wieder meine Optionen. Also du nimmst auf jeden Fall nochmal die Axt des Henkers. Freust dich gefälligst über den glücksbringenden Schild. Und dann sehen wir mal weiter mit ihm hier. So, einige Items nochmal erschaffen. Du, wie gesagt, kommst jetzt hier runter. Und mit zwei Armeen können wir hier ein bisschen besser wüten. Vielleicht schafft der es ja sogar noch dazu, ein Dämon zu werden. You are here. Die finden das jetzt wiederum scheiße wegen Koron. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Kari so sauer aufs Reikland ist? Das leuchtet mir nicht so hundertprozentig ein. Ich meine, der kennt ihn doch kaum. Naja. Er wird seine Gründe haben, bestimmt. Okay, wir sind wieder dran. Was machen die Zwerge? Die sind da hochgesprungen. So wie es aussieht, wollen sie ihre Heimstätte nicht behalten. Ach, guck mal, wer da auch ankommt. Sorry, Bro, ich war zuerst hier. Das sind alles meine Opfer. Musst du dir eigene suchen. Ich mal gerade eben. Lord of Bretonia. Würde der mit mir nicht Angriffspakt machen? Für 72.000. Das Problem ist, guck mal, der will... Was? Ich habe jetzt den Verlässlichkeitshit bekommen wegen dem erzwungenen Krieg?
Ist das ernsthaft so? Moment, sorry, Leute. Das möchte ich ganz, ganz kurz mal prüfen. Ob ich einen Fehler gemacht habe. Oder ob die Spielmechanik mir jetzt gerade in die Eier tritt. Das war vor... Ja, es ist noch nicht so lange her. Ich werde das gleich wieder laden, ne? Ich will wissen, ob das wirklich passiert ist. So, das müsste nämlich jetzt hier gerade noch die Phase sein, in der wir mit denen noch keinen Krieg haben. Ja, da haben wir noch Frieden, wie ihr sehen könnt. Wie ist mein diplomatisches Standing? Sehr hoch. Ich habe jetzt ernsthaft diplomatisches Standing sehr niedrig bekommen, weil eine andere Fraktion den Krieg erzwingt, weil ich mit dem ein diplomatisches Verhältnis hatte, ne? Ich habe ja mit ihnen, Sekunde, Weltenwanderer, habe ich ja einen Nicht-Angriffspakt und sogar einen militärischen Zugang. Weil ich diese beiden Pakte hatte, hat das Spiel jetzt mal so getan, als ob ich der Angreifer gewesen wäre. Also ich sag's euch, ne, das ist schon jenseits von gut und böse dumm. Also, das ist doch einfach nicht wahr. Das kannst du doch keinem erzählen, ohne rot zu werden. Also wisst ihr, das kann nur ein Fehler im System sein. Es ist doch schon eine Strafe genug eigentlich, dass Zinsch im Grunde hergehen kann und mir einen Krieg aufzwingt, den ich nicht haben will. Ne? Das finde ich schon schlimm genug. Aber dann ist noch so darzustellen, vor der gesamten Welt, ich hätte diesen Krieg angefangen und wäre damit ein Verräter, wäre natürlich einerseits typisch Zinsch, aber es ist zu mächtig. Es ist zu mächtig, weil dieses sehr gering, das bleibt mir ja jetzt 20 Runden erhalten und deswegen verliere ich jetzt gerade eben meine ganzen Verträge. Genau das hier. Deswegen fangen die jetzt alle an, mich scheiße zu finden. Davor war das mit diesem minus 50 oder minus 52, was er jetzt gerade eben hatte, wäre nicht ganz so tragisch gewesen. Die Chance wäre zwar da gewesen, dass sie anfangen, ihre Verträge mit mir aufzukündigen, aber sie wäre geringer gewesen. So ist das einfach nur Banane. Okay, was machen wir mit dir? Dir geben wir erstmal... Komm, mal auskundschaften. Du rückst hier ran. Und du hier. Karakadrin, du hast ein Problem. Das Lustige ist, dass wenn ich jetzt mit beiden Armeen rumlaufe, kann ich super toll den zweiten Kommandanten hochziehen. Das wird relativ easy. Und dann bin ich mir überlegen, ob ich jetzt die... ob ich ernsthaft den... Ich habe es bei Zwergen noch nicht herausgekriegt, ob es geht. Kann ich die Zwerge auch unterjochen? Was bitte? Wie soll denn das? Ich hab's erst falsch geguckt. Ich dachte, der greift meine Hauptarmee an. Aber der greift ja gar nicht meine Hauptarmee an. Der greift ja diese Armee hier an. Ach ja. Na komm, was soll's. Das kriegt ihr doch hin. Ich glaube fest an euch. Euren Willen zum Sieg für Bellacor. Also die kann ich eigentlich nur über die Flanke irgendwo reinschicken. Genauso wie euch auch. Deswegen setze ich euch mal hier so drauf. Angriff. Okay, ihr geht da hoch. Das hier ist, wie gesagt, zerbrochene Rüstung verursachen und so weiter. Okay. Das ist der Meister Technikus. Mit dir gehe ich schon mal über die Flanke hier. Ich beschwöre schon mal ein paar Chaosfurien.
Ja, der macht ihn halt ganz schön alle hier, ne? Hammerhart. Charge, den es in den Rücken kommt. Oh, diese Chaoskriege mit Hellebarde rennen weg. Kann man das ungünstig ansehen. Was auch immer die da gerade eben die Flucht geschlagen hat. Ich muss jetzt dringend die Helis da abschießen. Ich verschlechter mal gerade eben seine Kampfleistung, dann können die ihn vielleicht sogar mal treffen. Ah, die könnten was gemacht haben. So, diese komischen Gyros hauen jetzt ab. Und du hilfst jetzt mal, dir noch zu vernichten. Ganz im Ernst, wir sind einfach zu sehr dazu in der Lage, jede Menge Einheiten heraufzubeschwören und deswegen schaffen die das nicht gegen uns. Deswegen können sie das nicht schaffen. Metzel, Metzel, Metzel. Ja, ihr geht mal besser hier wieder raus. Muss ja nicht sein, dass wir jetzt hier eine Unit oder zwei verlieren. Verdammte Slayer. Ihr zieht euch auch mal da raus. Reality bends.
dauert halt ewig, die niederzumachen. Aber es klappt, glaube ich. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Ja. Das Schlimme ist ja, dass der General von denen halt einfach nicht aufhören will zu kämpfen und zu sterben. Das ist das, was wirklich nervt. Da die Eisenbrecher nerven auch. Meine Güte, dauert das. Ich habe den Magier wieder am Start. Komm, ich glaube, ich kann ihn jetzt mal richtig nachhaltig schwächen. Ja, noch 5 Riesenslayer hier am Start, ne? Sonst nichts. Und was macht ihr sonst so, Leute? Ich gucke ja zu, wie Zwerge zusammengeknüppelt werden. Es hat ein fucking Riesenslayer noch übrig. Und 3 Slayer. Ich glaube, wir haben wieder diesen Bug, dass keiner rankommt. Chaos is magic. Könnt ihr mir gut vorstellen. Na endlich. Hat sich der Knoten gelöst. Aber wir dürften ohne Verluste da rausgekommen sein. Ich habe halt echt gedacht, und deswegen habe ich diese Schlacht gespielt und mich so gewundert, dass er halt die andere Armee angegriffen hat. Ich habe das wohl wieder mal falsch gesehen. Aber ich freue mich, ne? Das hat er halt auch, den Ungrim Eisenfaust-Bonus. Den nehme ich auch gerne mit. Und wir nehmen natürlich... Oh, ich habe tatsächlich eine Kavallerie doch verloren. Okay. Schade, dann ist eine Chaos-Ritter-Einheit dann doch wahrscheinlich beim beschleunigten Spielen hops gegangen. Die sie einfach ihre Handelsbeziehungen jetzt mit mir... Wisst ihr, wir tun einfach so, als ob es purer Neid wäre. Das ist einfach jetzt hier unser Ding. Es ist purer Neid. Deswegen machen die das. Sie wollen uns die Gunst der Götter nicht gönnen. Was? Also, jetzt wird's lächerlich, dass die Wannerheimlinger mir das kündigen können. Also, das ist grenzdebil. Das kannst du doch keinem erzählen. Ja, komm, ich werde den Laden jetzt einfach niederreißen aus purem Frust. Zack. Tschüss, Karakadrin. War schön mit dir. So, wir nehmen den Laden gleich wieder ein, dann gehört er uns wieder. Ich mache nur die Level-Ups an der Stelle. Oh, es sind 4 Level-Ups für ihn gewesen. Das hat sich gerechnet. Ich gebe ihm auf jeden Fall den Schädelbrecher. Physische Resistenz für alle Chaoskrieger, jawohl. Das gebe ich ihm nicht. Das gebe ich ihm noch. Und ich gebe ihm noch... Dickhäutig an der Stelle. Ihr könnt bald schon sogar schon den Chaosdrachen haben. Jetzt, wo wir ein eigenes Gelände haben, gebe ich ihm, glaube ich, auch noch etwas anderes. Und zwar statt den Chaos-Rittern gebe ich ihm jetzt hier die Ritter des Messingthrons noch mit. Du bekommst jetzt hier noch das Ausweichen und die Schattengrube. Die hätten wir gerade eben an ein, zwei Stellen auch gut gebrauchen können.
Und wir sind ja schon längst über die Zeit, Freunde, ne? Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.